Auch von den Handballern war jemand dabei, der Axel Krummer, der Sportchef. Das waren so viele, um ehrlich zu sein, sind glaube ich so 17 oder 18 Stück. Die Hälfte kommt jetzt heute noch. Die haben die Jungs und Mädels auch noch nicht gesehen. Und ist toll. Und ich glaube, was unser Ziel, mein Ziel damit ist, ist denen einfach zu zeigen, dass das eine große Nummer ist, so eine Biathlon-WM. Und dass wirklich da das ganze Land zuschaut und mitfiebert. Aber nicht in dem Sinn, dass es hier, ja, wenn ihr nicht gut seid, dann, sondern die sind Fans. Genauso wie wir vom Handball-Fan waren und hier die ganzen Spiele angeschaut haben. Und wenn die verloren haben, dann saßen wir 2 Tage später trotzdem wieder vorm Fernseher. Deswegen haben wir jetzt nicht, oh ja, jetzt finden wir die Franzosen toller oder so. Von daher war eine coole Sache. Das hat er gut gemacht. Er hat ein schönes Video mitgebracht, wo er von Leuten aus dem Sport, vor allem Fußball natürlich, was sein Metier ist, Grußbotschaften hatte. Und die haben uns wirklich schön motiviert und wir hätten nicht gedacht, dass so viele auch aus dem Fußball Biathlon so eng verfolgen. Das war eine tolle Motivation, hat er sehr gut gemacht und das Gespräch danach war auch sehr interessant und ja, war eine gute Erfahrung. Hauptsächlich hat er Fips mit ihm über Leverkusen gesprochen. Nee, also wir haben ihm alles Mögliche gefragt, wie es so ist erstmal an seinem Job, wie er da hingekommen ist. Sein Werdegang ist schon sehr interessant gewesen und dann ging es natürlich auch noch darum, wie kommt man überhaupt dazu vom Fußball, was sage ich mal so Maß aller Dinge ist, was Professionalität und Geld angeht, ja, überhaupt sich mit so Randsportarten wie Biathlon zu beschäftigen. Und ja, aber da hat man gemerkt, dass er Sportler durch und durch ist, einfach für den Sport brennt, völlig egal für welchen und das war ein schöner Austausch. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, dadurch, dass ich in Oberhof war, habe ich nicht so viel mitbekommen. Aber ich habe natürlich auch die Grußbotschaften erhalten, habe mir das auch angeguckt. War zu 50% Fußball, kann ich ehrlicherweise nicht so viel mit anfangen.